Guten Mittag. Für uns ist es noch früh, auch wenn uns die Sonne ins Gesicht scheint. Ich freue mich sehr, dass so viele von euch am Sonntag Zeit für uns finden. Ich habe mich gerade sehr über den Vortrag von der Isa Strauch gefreut, denn alkoholfreier Sekt ist tatsächlich gerade, das geht richtig durch die Decke, wie biologisch erzeugter Wein ebenfalls. Und ich werde euch, bevor ihr mit mir den ersten Part der Verkostung starten könnt, ein bisschen traktieren mit trockenen Zahlen. Das heißt, bei mir gibt es jetzt erstmal nichts zu trinken, es sei denn, ihr habt noch von diesem wunderbaren Sekt von der Isa was im Glasel. Ja, deutscher Weinmarkt und trockene Zahlen. Ich weiß, oder die mich kennen, wissen, wie viel Wert ich darauf lege, dass wir uns hin und wieder auch mit unseren Zahlen beschäftigen. Ich weiß, wie schwierig es ist, an gute Zahlen zu kommen. Wir haben leider das Thema immer wieder, der deutsche Weinmarkt ist zwar super begehrt, weltweit versucht jeder, der Wein produziert und es nicht im Heimatmarkt absetzen kann, auf dem deutschen Weinmarkt zu verkaufen. Wir sind nicht nur beim Sekttrinken Weltmeister, wir sind auch Weltmeister beim Wein importieren. Das bedeutet, wir importieren deswegen so viel Wein, nicht weil unserer so schlecht ist und nicht getrunken wird, sondern wir importieren Wein, weil die deutschen Winzer gerade mal zwischen 9 und 9,5 Millionen Hektoliter Wein produzieren jedes Jahr. Trinken tun wir aber 23 Millionen Hektoliter inklusive der 3 Millionen Hektoliter Sekt, über die wir gerade sprachen. Es geht mir nicht nur darum, euch auf ein Lieblings- und Kulturgetränk einzuschwören, denn wir alle sind im Weinbusiness sicherlich eher aus Liebe oder aus Begeisterung für dieses wunderbare Produkt. Geld ist sicherlich in den seltensten Fällen der Grund, warum man ins Weinbusiness einsteigt. Da kann man woanders mehr und leichter und schneller Geld verdienen. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Milliardengeschäft, über das wir hier sprechen, das allerdings so kleinteilig aufgesplittet ist. Das hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, dass es für uns alle immer wieder eine Nische gibt für Top-Weine, Top-Winzer, spannende neue Projekte, so wie die Mot-Winzer eben auch. Aber es ist auch gleichzeitig ein Nachteil, weil wir unglaublich klein gegenüber dem Handel sind, der viel konzentrierter und größer ist als wir auf der Produzentenseite. Und ich würde euch einfach gern so ein paar Zahlen mal zeigen. Zahl Nummer eins ist, wir machen 13,5 Milliarden Euro Umsatz im deutschen Handel mit alkoholischen Getränken. Das klingt zunächst mal mittelgut, aber das ist nicht ganz wenig, worüber wir hier sprechen. Von diesen 13,5 Milliarden Euro entfällt ein gutes Drittel auf den Wein und 7% oder 7,4% auf die Schaumweine. Das führt dann auch schon gleich zu der ersten Hintergrundinformation, denn Zahlen alleine bedeuten gar nichts. Zahlen bedeuten nur dann was, wenn ich sie ins Verhältnis setzen kann zu bestimmten Bezugsgrößen. Also Bezugsgröße Nummer eins, im deutschen Handel werden 13,5 Milliarden Euro mit Alkohol umgesetzt. Davon ist gerade mal ein Drittel Wein. Wir werden nachher noch darüber reden, wo die Deutschen ihren Wein kaufen. Das ist im Grunde genommen, wenn ich dann Rückschlüsse ziehe auf das, wo die Deutschen ihren Wein kaufen, nämlich in erster Linie im LEH, zu gut 50% bei den Harddiscountern oder zu gut 40% bei den Harddiscountern. Der Rest ist dann Supermarkt, also Edeka, Rewe, die größeren, plus Fachhandel, liegen wir ungefähr bei 50%, was dort an Wein umgesetzt wird. Das würde bedeuten, dass wir über einen Markt reden, über einen deutschen Weinmarkt, der gesamt ohne das, was der Winzer direkt verkauft, wohlgemerkt, bei eher 70 Milliarden Euro, bei eher 10 bis 12 Milliarden Euro liegt.
So, nächste Folie bitte. Unsere Hauptlieferanten im deutschen Weinmarkt, das sind die Italiener mit Abstand. An zweiter Stelle die Franzosen, an dritter Stelle Spanien. Das ist auch ungefähr das, was die größten Weinproduzenten dieser Welt darstellen. China taucht hier nicht auf, weil das kein Hauptlieferant für die EU und auch nicht für Deutschland ist. Aber China ist gerade dabei, sich dank der Rebfläche auf Platz 2 in der Weinproduktion nach vorne zu arbeiten. Das ist ziemlich spannend. Das heißt, in den nächsten Jahren werden wir auch über chinesische Weine sprechen, die vermehrt auch auf dem deutschen und auf dem europäischen Markt landen. Ihr alle kennt diese Diskussion, dass man uns immer wieder erzählt, der deutsche Weinmarkt wäre ein Billigmarkt. Das ist etwas, worüber ich mich immer wieder so ein bisschen ärgere. Warum? Weil ich immer nicht weiß, was geben denn die anderen Länder eigentlich für Wein aus? Und darüber wird auch nie gesprochen. Es wird auch nie gefragt, was gibt denn der Durchschnittsfranzose, der Durchschnittsitaliener für Wein aus? Also so weit weg liegen wir nicht. Wir sind aktuell bei einem Durchschnittspreis von 3,64 Euro pro Liter im Handel wohlgemerkt. Also das sind Handelspreise, nicht das, was der Endverbraucher oder auch der Gastronom oder der Fachhändler beim Winzer direkt bezahlt. Diese Zahlen, also dieser Markt und diese Zahlen, die dazugehören, das ist immer noch unser schwarzes Loch. Wo wir keine richtig belastbaren Zahlen haben, sind Gastronomie und alles, was nicht über die Handelskassen läuft. Ihr seht schon, elektronische Kassen sind was Wunderbares, wenn ich wissen möchte, wo welches Geld umgesetzt wird. Wenn ich es nicht so gerne wissen möchte, genau, haben wir schwarze Löcher und fehlende Marktzahlen. Das ist ein bisschen schwierig für uns. Was ihr hier seht, sind auch die Hektoliterpreise, die wir in Deutschland im Durchschnitt zahlen, wenn wir aus Italien Wein holen. 188 Euro zahlen wir im Durchschnitt für den Hektoliter Wein aus Italien. In Spanien sind es 103, das ist empörend wenig. Ihr fragt euch jetzt, wie das sein kann, denn ihr denkt sicherlich an wunderbare Riojas oder tolle Rotweine aus dem Priorat oder geile Godellos aus den Rias Baixas. Das treibt die Preise bei Spanien nicht, sondern es ist die große Menge an Balkware, also Fassware, die bei uns auf dem deutschen Markt landet und die in erster Linie benutzt wird, um unsere Billigsekte zu produzieren. Also wenn ihr preiswerte Sekte im Supermarkt kauft, sind da in erster Linie Grundweine aus Spanien zum Beispiel drin. Dass der französische Preis so hoch ist, liegt natürlich am Import der Bordeaux und der Champagner. Ganz interessant. Ich habe als Vergleich auch mal den Hektoliterpreis hingeschrieben, den wir für deutschen Wein hier auf dem deutschen Markt bezahlen. Damit seht ihr schon, wo Marge steckt und wo man Geld verdienen kann. Der deutsche Verbraucher ist bereit, für den deutschen Wein auch mehr Geld auszugeben. Also wir haben einen Durchschnittshektoliterpreis in Deutschland für deutschen Wein von 293 Euro für den Hektoliter. Das ist eine großartige Zahl. Warum stehen da Rheinhessen und Pfalz? Ganz einfach, es sind die Hauptlieferanten in der Gastronomie und auch im Fachhandel. Das sind die beiden Hotspots, die am meisten nachgefragt werden. Also leider nicht die Franken, nicht die Badener, nicht die Hessische Bergstraße, nicht Mosel, Saar und Ruwer und auch nicht das Rheingau. Es ist Rheinhessen und Pfalz, das am meisten sich verkaufen lässt. Das sind die Bestsellers. Die nächste Folie bitte. Vielen Dank. Ja, wo stehen wir mit der Gastronomie? Das ist ja unser Hauptthema heute eigentlich, die Gastronomen. Was ihr oben seht, ist die Zahl 2019. 94 Milliarden Euro Umsatz haben wir im deutschen Gastgewerbe gemacht. Da ist alles mit dabei, also auch Übernachtungen, Hotels, Restaurants, Bars, Caterer, Nachtclubs, alles, was zum Teil dann auch 21 geschlossen war.
oder nicht so verkaufen und nicht so performen konnte am Markt wie gewohnt. Es sind aktuell nur noch 61 Milliarden Euro Umsatz übrig geblieben und 50% davon entfallen auf die Gastronomie, die Speisen verkaufen. Ich glaube, das sagt eine ganze Menge darüber aus, in welcher verzweifelten Situation wir uns eigentlich gerade befinden. Ich weiß, es scheint die Sonne und es ist Sonntag und wir wollten was Positives hier vermitteln. Werden wir auch. Nichtsdestotrotz muss ich euch sagen, diese Zahlen sind bedrückend und ich hoffe, dass wir 2022 die Chance haben, uns diese fehlenden 30 Milliarden wieder zurückzuholen. Ich hoffe es sehr. Diese minus 40% schlagen sich natürlich auch bei den Premium-Weingütern durch. Leute wie die Isa Strauch zum Beispiel, die ihre Top-Sekte in erster Linie im Fachhandel und auch in der Gastronomie absetzt und nicht beim LEH und nicht beim Harddiscounter, das sind die, die sicherlich weniger abgesetzt haben als die Jahre davor. Gleiches gilt natürlich für alle Premium-Weingüter auch, die keine Listungen im LEH haben. Die nächste Folie bitte. Ich zeige euch das deswegen, damit ihr ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was eure Gäste nämlich auch sehen. Also das hier bezieht sich ausschließlich auf Handel. Das hier hat nichts mit der Gastronomie zu tun. Für mich ist nur wichtig, dass ihr diese Zahlen kennt, denn eure Gäste, die am Abend bei euch einfallen und für 40, 50, 60, 80 Euro einen Wein trinken sollen, sehen tagsüber beim Einkaufen natürlich ihren Wein oder ihre Weinangebote in einem anderen Verhältnis und in einer anderen Situation. Und ihr seht hier, ich hoffe, es ist groß genug, damit ihr das erkennen könnt, wir haben 39% aller Weine im Handel gehen bei den Harddiscountern über den Scanner. Das ist eine super Zahl. Ihr könnt aufatmen. Das ist vor 8 Jahren, 9 Jahren fast 10% mehr gewesen. Wir sind gerade dabei, den Harddiscountern den Wein, die Weindeutung oder die Weinhoheit ein bisschen abzujagen. Woran liegt es? Es liegt daran, dass hier Edeka und Rewe riesige Vorstöße gestartet haben im Weinbereich. Die haben ihre Regale stark umgestaltet. Wir haben heute viel, viel mehr Weinangebot bei Edeka, bei Rewe, bei den großen Supermärkten, die top geführt werden, fast wie Feinkostgeschäfte. Wir haben hier den Zuwachs, den die Harddiscounter an Minus eingefahren haben, diese 7% Minus allein in den letzten 3 Jahren, haben wir hier als Zugewinn zu verzeichnen. Das heißt, die Supermärkte werden die neuen Luxus-Einkaufsplätze für Wein. Warum sage ich Luxus? Ganz einfach, hier ist der Weinpreis im Durchschnitt schon um über 1 Euro höher pro Flasche, nicht pro Liter, pro Flasche, pro 0,75er Flasche als hier. Das bedeutet, wir haben mehr Geld ausgegeben vom Endverbraucher für Wein in den letzten Jahren. Das bedeutet, hier startet diese Premiumisierung des Weinpreises, des Weineinkaufs, des Weinmarktes in Deutschland. Die nächsten Zahlen sind für euch auch noch interessant, weil beim Winzer oder bei der Genossenschaft oder beim Weingut direkt werden 12% aller Weine gekauft. Und bei den Getränkeabholermärkten, also Märkte, haben wir 5% im Durchschnitt und bei den Fachhändlern ebenfalls 5% plus Feinkost. Die reinen Online-Händler, über die immer wieder gesprochen wird, was die für Wahnsinnszuwachsraten haben, haben sie. Aber sie liegen immer noch bei 4%. Das ist relativ wenig in unserem Bereich. Nichtsdestotrotz, auch das ist etwas, was ihr als Gastronom oder als Fachhändler immer im Auge behalten müsst. Was hier an Sonderangeboten gehypt wird, sollte etwas sein, was nicht bei euch zwangsläufig als Wein der Woche dann auf der Karte landet. Klar.
Gut, nächste Folie bitte. Ja, wie verschieben sich die Marktanteile? Also wir haben zum einen eine Veränderung in der Gastronomie zu verzeichnen. Dafür gibt es keine Zahlen, sondern da gibt es nur Erfahrungsberichte, die ich jetzt ein bisschen hier so mal kolportieren möchte. Erfahrungsbericht Nummer 1 leuchtet jedem ein. Die Gastronomie in den Großstädten leidet sehr. Warum? Wir haben immer noch keine Kongresse, keine Tagungen. Wir haben sehr wenige Geschäftsreisende, die abends dann ihren Kollegen oder ihre Partner zum Essen einladen müssen. Und wir haben immer noch keine Messen, keine großen Messen, die viele Leute in die Großstädte locken würden. So, was bedeutet das? Das bedeutet, in der Großstadt ist die Gastronomie eher auf Sparflamme zurzeit. Immer noch. Wir liegen natürlich auch durch die Sperrstunde bis 22 Uhr, lagen wir auch bis letzte Woche weit hinter unseren Möglichkeiten zurück. Hinzu kommt Bars, Diskotheken, also alles, was Nachtleben ausmacht und das, was als Versprechen die Großstadt eigentlich für uns so super attraktiv macht, nämlich das Nachtleben, hat in den letzten Jahren ja nicht stattgefunden und hat uns extrem viel Kunden gekostet, auch in der Speisegastronomie. Wer hat gewonnen? Lustig und super spannend. Wir haben immer diesen Vergleich, Gastronomie in den 20er Jahren, 1920er Jahren, zwischen den beiden Weltkriegen, wo der Tanz auf dem Vulkan damit gefeiert wurde, dass Essen und Speisen gar nicht teuer genug sein konnten und die Partys gar nicht heiß genug bis in die Morgenstunden. Diese Situation haben wir aktuell in der Gastronomie auf dem Land. Die Rückmeldungen, die wir haben, sind alles, was gute Gastronomie auf dem Land ausmacht, die können gar nicht schnell genug Premiumweine einkaufen, wie sie wieder verkauft sind. Bei denen werden Weine verkauft aktuell, Kultweine, die 120, 130, 140, 200 Euro kosten, die werden gekauft. Das, was früher, vor 2019, in den Karten eigentlich mehr eine Dekoration war, um zu zeigen, wie was möglich wäre, diese Weine werden aktuell tatsächlich verkauft und müssen nachgekauft werden. Das ist eine super spannende Entwicklung. Die meisten Gastronomen auf dem Land, wie gesagt, haben unglaubliche Zugewinne beim Weinumsatz. Und auch hier ist diese Premiumisierung des Weinmarktes ganz stark zu spüren. Die nächste Folie, Kathi, bitte. Was haben wir noch? Der Anteil deutscher Weine im deutschen Weinmarkt steigt weiter. Ich habe euch einfach so ein paar Schlagworte nochmal aufgeführt. Warum sind die Pfeile unterschiedlich groß? Ganz einfach, weil es unterschiedliche Dynamiken gibt bei diesen Zunahmen. Was auch unglaublich attraktiv ist, ist Roséwein. Deswegen haben wir den natürlich in unseren Verkostungen heute auch gleich mit drin. 12% haben wir zurzeit aktuell an Rosé-Trinkern. Wie ich ins Weinbusiness eingestiegen habe, da dümpelten wir bei 2 oder 3% rum. Das ist unglaublich. Und allein in den letzten 10 Jahren haben sich die Rosé-Trinker nochmal verdoppelt. Also wir sind jetzt bei 12% mit steigender Tendenz. Übrigens, wer sich dafür interessiert, wenn man sich Zahlen anschaut, wann Roséwein verkauft wird im deutschen Weinmarkt, ist es in den ersten 3 Monaten. Das ist sehr witzig, weil das ist Januar, Februar, März und kein Mensch möchte vermuten, dass da am meisten Rosé getrunken wird. Aber er wird dort verkauft. Getrunken wahrscheinlich dann erst im April. Biologisch zertifizierte Weine boomen enorm. Auch hier haben wir eine unglaubliche Nachfrage, die kaum gestillt werden kann. Was daran liegt, dass bei uns sehr viel, wie gesagt, wir produzieren eh nicht genügend, aber bei uns wird ein Großteil der biologisch zertifizierten Weine tatsächlich aus dem Ausland importiert. Nach wie vor Bestseller auf der Karte und im Regal Rheinhessen und Pfalz. Die haben immer noch einen solchen Bonus beim Weintrinker. Da fühlt sich jeder gut aufgehoben. Das ist nach wie vor ganz wichtig.
Wir hatten alle mal gehofft, dass der Grauburgunder abgelöst wird. Immerhin, er heißt nicht mehr Pinot Grigio, was so toll sich verkaufen lässt, sondern tatsächlich, der Deutsche trinkt heute Grauburgunder, nicht mehr Pinot Grigio. Ich kenne viele Winzer, die nicht so glücklich sind damit. Das tut mir leid, ich bin nämlich eigentlich auch ein Grauburgunder-Fan. Natürlich ist der Weißburgunder immer eleganter, hat immer mehr straffe, mineralische, säurebetonte Struktur, die er mitbringt. Aber Grauburgunder ist schon als Essensbegleiter und so Everybody's Darling schon attraktiv. Wir haben natürlich auch welche in den Verkostungen drin. Was am meisten diese Premiumisierung des deutschen Weinmarkts vorantreiben wird, da sind sich alle einig, ist Sekt und Cremant. Also die Isar mit ihrem Produktportfolio ist genau richtig. Es gibt bei ihr inzwischen auch ein Cremant. Und wer sich fragt, ob Cremant nicht etwas Französisches ist, nein, die Franzosen haben diesen Produktnamen sich nicht schützen lassen. Das bedeutet, auch für den deutschen Produzenten ist Cremant etwas, was er verwenden darf und was beim Endverbraucher lustigerweise immer noch eine höhere Vertrauensbasis genießt als Winzersekt, obwohl der Winzersekt bei uns als die höhere Qualitätsstufe festgelegt ist. Ja, höhere Verkaufserlöse in der Gastronomie, das habe ich schon erzählt, Luxus läuft. Der Trend zu den alkoholreduzierten Weinen, auch beim Stillwein, wie die Isa vorhin schon sagte, festigt sich und die Premiumisierung im LEH hatte ich ja ganz vorne schon genannt. So, meine Lieben, das waren meine trockenen 10 Minuten. Ich hoffe, es war ein bisschen mehr. Entschuldigung. Dafür geht es jetzt dann mit dem Trinken gleich weiter. Ich schalte meinen Broadcast kurz aus, damit ihr 5 Minuten habt, um eure Weine herzurichten, eure Glasunterlage. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir wieder. Bitte bleibt auf dieser Plattform. Ich werde euch dann gleich wieder zutexten. Bis gleich, meine Lieben.